befinden uns hier in der Framing-Station. Das heißt, die Rohkarosse wird in diese Station eingefahren, genau auf ihrer Referenzpunkt-Spannstellen gespannt, in eine definierte Lage gebracht. Und in dieser Station werden dann die Anbauteile, sprich die Türen, die Frontklappe und die Seitenteile, genau maßgenau und passgenau an die Karosserie angebracht. Dabei ist höchste Präzision gefragt. Das passiert über diese Vorrichtung. Die Seitenteile und Türen sind auf diesen Schlittenvorrichtungen gelagert und werden genau in einer definierten maßlichen IO-Situation der Karosserie zugeführt. Wir reden hier von Genauigkeit im Zehntelbereich. Wir haben Fugentoleranz und Bündigkeitstoleranz im 3/10-Bereich. Und danach werden die Scharniere angebracht und die Türen und Hauben und die Seitenteile an die Karosse verschraubt. Warum tut man das? Man möchte natürlich ein optimales Passungsbild der Fugen von den Türen zur Karosse und von der Klappe zur Karosse erzielen und eine saubere Bündigkeit, das heißt keinen Überstand der Türe zur Karosse oder keinen Unterstand. Wie sensibel der Werkstoff Aluminium ist, sieht man anhand der nächsten Station im Karosseriebau. Hier ist viel Gefühl gefragt. Die Karosserie des Supersportwagens wird buchstäblich gestreichelt. Wir befinden uns hier im letzten Arbeitsschritt im Karosseriebau, in der sogenannten Finish-Kabine. Hier erfährt die Karosse ihr letztes Feinfinish als Vorbehandlungsschritt, bevor sie in die Lackiererei kommt. Was passiert hier? Der Mitarbeiter fühlt mit dem Tasthandschuh die oberflächenrelevanten Bereiche ab und zieht sie mit dem Abziehstein auch ab, um minimale Oberflächenfehler oder Schäden zu detektieren. Wo kommen solche Oberflächenschäden her? Wenn Sie sich vorstellen, wenn so ein Blechteil wie die Frontklappe oder ein Dach hergestellt wird, kann sich ein kleiner Schmutzpartikel, ein kleiner Fremdkörper im Werkzeug befinden. Es kann ein Staubkorn sein, könnte ein Haar sein, es führt zu einem Pickel, zu einer Spitzbeule. Und diese minimalen Oberflächenschäden kann man durch Abziehen und Abfühlen detektieren und die kann man dann durch Schleifen hier beseitigen, damit sie nach dem Lackierprozess für den Kunden nicht störend auffallen. Ist die Oberfläche der Rohkarosse perfekt, geht es in die Lackiererei. Insgesamt besitzt der Audi R8 GT 5 einzelne Lackschichten. Auf Phosphate und Füller wird der Deck- und Klarlack aufgetragen. Hier beginnt die Bestückung der Karosserie. Im Durchschnitt werden pro Station zwischen 50 und 70 Teile verbaut. Herzstück des R8 GT ist der 10-Zylinder-Motor. Das 560 PS Aggregat bringt 258 Kilogramm auf die Waage und ist damit 48 Kilo schwerer als die Rohkarosse. Wir stehen hier am Takt 6 in unserer R8 Manufaktur. Hier erfolgt der Einbau des Motor-Getriebe-Verbundes in das Fahrzeug. Es ist ein Mittelmotorfahrzeug, deshalb muss man Motor und Getriebe von hinten ins Fahrzeug einbringen. Im normalen Fahrzeugbau haben wir einen Einbau des kompletten Triebwerksatzes, das heißt Motor, Getriebe, Antriebswellen und Fahrwerk von unten ans Fahrzeug mit einem Einbauwagen. Das ist bei uns aufgrund des anderen Fahrzeugkonzeptes so nicht möglich. Deshalb haben wir die Hochzeitsstation in zwei Schritte unterteilt. Erster Schritt, Einbau Motor, Getriebe von hinten. Zweiter Schritt, Einbau der Fahrwerkskomponenten, dann ganz normal Rad für Rad in das Fahrzeug. Die Taktzeit hier in der Montage ist überall gleich bei 30,2 Minuten pro Arbeitstakt. Das heißt, in diesen 30,2 Minuten wird nicht nur Motor und Getriebe eingebaut, sondern natürlich auch andere Einbauten, die in diesem Takt auch erfolgen können. Wie zum Beispiel der Himmel, die Sonnenblenden, Leitungssätze des Motorraumes, Querstreben für die Steifigkeit, Magnesiumträger. Die Dinge, die kommen alle hier hinten rein. Um alle Regelsysteme und Sensoren des R8 zu verbinden, sind 3 Kilometer an Kabel verbaut. Das Cockpit des Supersportlers wiegt gerade mal 35 Kilogramm. Serienmäßig bekommt der GT eine Keramikbremsanlage. Dadurch wird neben der besseren Bremsleistung auch noch 20 Kilogramm Gewicht gespart.